Hallo, ich grüße euch. Heute ganz kurz ein Video zum Thema Indizes, DAX 30. Für diejenigen von euch, die sich eben für Indizes, Trading oder ja, investieren oder was auch immer, in der Regel sind es dann doch Trading-Geschichten bei Indizes. Man kann natürlich auch ETFs kaufen oder verkaufen. Die sind nur manchmal etwas lahmarschig. Ja. Also wenn man schnell reagieren muss und so weiter oder halt auf die Kommastelle genau hier irgendwelche Trades machen will, dann sind halt manchmal diese ETFs, die sind dann noch eher etwas längerfristiges, die sind noch nicht so liquide. Auf jeden Fall, ja, hier ganz kurz ich nutze jetzt einfach diesen Chart, diesen CFD-Broker, den ich früher ein paar Jahre lang genutzt habe, weil man hier relativ gut sehen kann, dass wir genauso wie wir nach oben hin hier bei 13 abgeprallt sind, ja, wo es dann nochmal schön runterging, so sind wir jetzt gerade hier am Kämpfen an der 12.500er bzw. 12.550er Marke. Da lässt sich drüber streiten, um ein paar Pips hin oder her. Auf jeden Fall sehen wir hier schon, dass hier auf jeden Fall Widerstand und zwar von unten her existiert. Und warum? Es ist relativ einfach. Wenn wir uns mal hier anschauen, diesen Kreis hier, den habe ich eingezeichnet zum Zeitpunkt des Oktobers 2019. Ihr könnt ja gerne in meinen YouTube-Channel mal DAX eingeben, ja, DAX Chart-Analyse oder sowas. Und dann seht ihr die alten Videos da und den Zeitpunkt. Und ich habe damals ja schon gesagt, dass das hier sozusagen eine sehr wichtige ja, Range oder Marke oder was auch immer sein wird. Und jetzt zeichne ich nochmal eine zusätzliche ein hier. Wir sehen ja hier zum Beispiel das Hoch und diese Hochs und diese Range und dieses. Und das sind halt einfach insgesamt bildet da all das hier eine Widerstandszone. Ja, das werden euch auch alle anderen Chart-Trader bestätigen können. Und wenn wir die mal hier so rüberziehen, ja, sagen wir mal jetzt, wenn wir die so, ja, so sich 100 Punkte oder 200 Punkte oder sowas machen. Also, ja, hier mal kurz. Das sind jetzt dann ja, von 300 bis 100, also mal 200 Punkte Range. Ja. Wenn wir die jetzt ein bisschen verlängern, dann ist das ungefähr genau das, wo heute der Markt drum kämpft. Ja. Man kann sich das natürlich immer mit diesen Einzeichnungen dann so ein bisschen hinzeichnen, wie man es gerade hätte, gerne. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, hier ganz nüchtern und objektiv betrachten, sind hier ganz viele Dochte nach unten. Das heißt, hier wurde gekämpft. Ja. Hier ist eine Dochte nach oben. Das heißt, hier war es eben der Widerstand. Ja. Hier war es ein Widerstand, hier war es hier Widerstand von unten nach oben, hier umgekehrt. Und das ist natürlich jetzt schon eine Sache, wenn wir jetzt hier auf der anderen Seite durchrauschen, ja, das heißt, wenn wir so dieses hier sozusagen nach unten hin mit Tagesschlusskurse und Wochenschlusskurse noch besser, ja, verlassen, dann geht es natürlich sozusagen, ja, der Weg offen in die nächste Range, und die nächste Range ist natürlich das hier, was ich, das ist so eine ganz alte Zeichnung hier noch aus dem Anfang von 2019, ja, als es damals wieder hochging von der Dezemberbässe 2018. Und diese ganze Range, das ist halt einfach, ich nehme mal hier irgend so ein Tool da, oder was das ist, ja, von hier da runter, ja, also bis runter 11.000. Und das sind ja nochmal 1000 Punkte, mit anderen Worten nochmal 10% vom DAX. Und das sind auch im Nu, also nach unten geht es ja immer schneller wie nach oben. Ja, das mag vielleicht der eine oder andere schon mitbekommen haben. So. Und also, wenn du jetzt, sagen wir mal, ja, DAX-bezogene Aktien in deinem Portfolio hast, ja, so zum Beispiel eine Siemens. Ich nehme mal die Siemens gerne als Beispiel, weil irgendwie bei der Siemens habe ich immer das Gefühl, dass die direkt parallel zum DAX läuft. Ja? Also geht der DAX nahe 3% nach unten, geht die Siemens 5% nach unten. Und geht der DAX 3% drauf, geht die Siemens auch 3% drauf. Ja? Und, oder ein bisschen, ja, mehr oder weniger immer das Gleiche. Und da gibt es noch ein paar andere Aktien. Von daher ist es letztendlich egal, ob du jetzt einen DAX kaufst oder eine Siemens oder halt die paar Aktien, die da halt drin sind.
Und von daher, wir können uns mal kurz den Wochenchart noch anschauen. Auf dem Wochenchart sehen wir natürlich, dass theoretisch, ja, ist natürlich, wenn wir jetzt hier von einer echten Korrektur sprechen würden, also das ist bis jetzt, ja, dieser Balken hier, ja, ist natürlich schnell passiert und alles, aber nach unten geht es, wie gesagt, immer schnell wieder rauf. Und wenn wir hier mal zum Beispiel die Woche hier rauspicken, ja, die Woche hier, ja, ähnliches Szenario, ja, auch irgendwie von damals von 11.000 auf 10.000 innerhalb von einer Woche runter 1.000 Punkte, ja, in der Woche drauf, ja, nochmal 1.000 Punkte runter, aber schon wieder rauf, ja, also wenn wir mal zurückschauen, wir schauen jetzt hier zurück bis zum Jahr 2012, ja, das sind ja immerhin doch 8 Jahre, ja. Dann sehen wir hier keine einzige Kerze, rote Kerze, die derartig nach unten ging, ja, wie die in dieser Woche jetzt, ja, wo dann nochmal eine ebenso lange rote Kerze darauf folgte, ohne dass es einen Rebound gab, ja, wo dann letztendlich der Chart dann für die folgenden Wochen, Monate lang mittelfristig wieder hingeht, das ist vielleicht nochmal eine andere Frage. Aber jetzt einfach zu sagen, oh, ich muss jetzt short, ja, blind short in den DAX reingehen, da fallen dann die meisten wieder aufs Maul, weil eben der Zug schon wieder abgefahren ist. Ja? Also, ich habe das wirklich jahrelang versucht, mit CFDs hier profitabel zu traden, und ich bin da fast jedes Mal jetzt nicht immer einen Step zu spät gewesen, weil natürlich die ganzen Algorithmen, ja, punktgenau auf die Sekunde das Ganze berechnen. Und dann immer genau dann einsteigen, wenn, ja, sagen wir mal, wenn es richtig, also vom Zeitpunkt her richtig ist, und du immer erst einen Tag später oder eine Stunde später oder wenn halt der Zug letztendlich schon wieder halb abgefahren ist, auf die Idee kommst, wo der Algorithmus letztendlich schon längst, also diese ganzen Algo-Trader, das ist ja 80% vom Markt, ja, da sitzen ja Firmen in der Schweiz und wo die alle sitzen, da mit ihren Serverfarmen in so einem Safe oder in so einem Berg eingebaut, sitzt da einer, habe ich mal von dem erfahren, oder mal irgend so eine Doku gesehen, ja, da wo, also mit so einem Hochsicherheitstrakt hat er da irgendwie einen Supercomputer drin stehen und berechnet das alles, also da, weißt du, deswegen ist dieses ganze kurzfristige Traden, besonders Indizes, werden gerne von Algo-Tradern gemacht, ja, weil die einfach viel, viel besser berechenbar sind, weil Indizes ja Aktien in der Summe abbilden und dadurch kannst du viel bessere Wahrscheinlichkeiten abbilden. Letztendlich aber, wir wollen jetzt nicht irgendwie ins Programmieren gehen oder in die Wahrscheinlichkeitsrechnung oder sowas. Letztendlich treffen sich hier eben zwei Welten, ja, und zwar die Welt der Mathematik, besonders die Wahrscheinlichkeitsrechnung, und die Welt der Programmierung, also Computer Science, also Informatik. Ja? Und gegen die zwei Welten kommst du im kurzfristigen Bereich, ja, als Analyst oder als Ökonomist oder als, ja, als jemand, der einfach von, wenn du auch noch zwei Master gemacht hast, also quasi vom Rechnung, also von der Mathematik, von der Wirtschaft, ja, da kommst du nicht gegen an. Ja? Also von daher habe ich auch diese kurzfristigen Geschichten, Daytrading und sowas. Ne? Also, wenn einer das automatisiert macht, ja, mit Algorithmen und so weiter, alles schön gut, aber hat bei mir nie funktioniert. Ne? Und irgendwann muss doch mal sagen, hey, ich reite ein totes Pferd, steige ich ab. Ja? Und also, ich würde jetzt einfach hier mal kurz eine Warnung auch aussprechen für diejenigen, die jetzt sagen, boah, krass, Mann, jetzt sind wir hier im Crash-Modus und jetzt mache ich irgendwie eine gehebelte Position auf und gehe short. Würde ich sehr vorsichtig sein. Noch kurz zu meiner Position. Ich bin short, aber nur mit einem verhältnismäßig kleinen, also aber ohne Hebel. Das ist das Entscheidende, sondern es ist einfach nur ein Reverse ETF auf dem DAX. Ja. Und nur mal kurz zur Illustration, was das jetzt in wirklichen Zahlen bedeutet, ja, so ein Reverse ETF zu haben. Ja. Also das Stückchen von gestern, also gestern diese Korrektur von 500 Punkte, ja, resultiert in diesem ETF, wenn du den hast, ja, und hast investiert 5.000 Euro, in 200 Euro Gewinn, ja. Also da geht's
Das ist nichts Gehebeltes und da machst du auch keine sonst noch was. Das ist ein mini kleiner Hedge, ja. Und aber entsprechend eben auch viel Risiko, geringeres Risiko, als wenn du jetzt da mit Futures reingehst oder was es da alles noch gibt, ja. Sowieso nochmal zum Future Trading, weil immer wenn die ganzen Indizes besprochen werden, werden die auch teilweise von Profis oder was auch immer, Tradern und so weiter besprochen, ja, die auch schon Weltmeister sind und was weiß ich alles. Aber Futures traden, ja, Futures ist nochmal eine ganz andere Welt wie CFDs und Aktien und so weiter. Ja, es gelten zwar auch Charttechnik und so weiter, aber es ist nochmal eine ganz andere Welt dort. Und die haben alle Minimum ein Konto von 1 Million Euro, ja. Und wenn du keine 1 Million Euro hast auf deinem Trading-Konto, dann würde ich sowieso die Finger weglassen von Futures, ja. Weil einfach schon mal alles gegen dich steht, ja. Also mal Finger weg davon. Also es sind so viele kleine Themen, die da jetzt mit reinwirken. Eigentlich wollte ich nur sagen, seid ein bisschen vorsichtig, ja, jetzt einfach dazu sagen, wow und so. Ich habe es ja vorhin gezeigt, jetzt gehe nochmal zurück auf den Ding. Also ich habe früher wirklich oft und lange den DAX versucht, hier Geld rauszuziehen, ja, mit CFD-Trading und alles Mögliche. Der Grund auch, warum ich den Reverse-ETF, also diesen Negativ-ETF noch habe bei DAX, ist, wenn ich mir durchaus vorstellen kann, dass die jetzt hier diese Range hier eintritt, ja. Also diese Range hier halt, ja, was weiß ich, hier nochmal kurz einzeichnen. Ja, das ist einfach hier nicht hält. Wir sehen, er kämpft hier, ja. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es hier in diese. Ja, ich wollte, dass der Hintergrund rot ist. Wie macht man das hier? Naja, mein Gott. Ja, keine Zeit oder Bock, das rauszufinden. Auf jeden Fall, dass es hier quasi hier unten reingeht, ja, und also nochmal 1000 Punkte runter, ja. Und von daher, dann wäre ich sozusagen, hätte ich dann nochmal ein paar hundert Euro gehedged oder so mit meinem Depot, ja. Es ist natürlich nichts im Vergleich dazu, wie gerade meine Aktien leiden, ja, ist auch klar. Ganz kurz noch zu den Aktien, es gibt auch ein paar Aktien, die sind gestiegen, ja, wie zum Beispiel eine HP. Gestern 7%, heute 4% runter, aber insgesamt beim Umfeld, wo alles 10, 20% runter geht, BYD, glaube ich, war noch eine und noch irgendeine Aktie ist, glaube ich, gestiegen gestern. Müssen wir mal nachschauen, aber heute geht es ja nur um den DAX. Also wir sehen hier, er kämpft fleißig, das ist ein Echtzeit-Ticker hier, ja. Und wie gesagt, ich bin gehedged, aber nur zum kleinen Prozentsatz, ja. Und ich habe auch noch ein bisschen Cash. Das habe ich mir ja sozusagen auch vorbehalten für genau so eine Situation. Da mache ich mal nochmal ein extra Video drüber, wie ich jetzt mit dieser Situation umgehe. Ja, denn ich habe ja extra Cash zurückgehalten all die letzten Monate und jetzt wäre theoretisch der richtige Zeitpunkt, dieses Cash irgendwie mal unterzubringen. Denn wenn es nur rumliegt, ist es ja auch nur schön zum Anschauen oder so oder keine Ahnung, zum nichts tun. Es arbeitet ja nicht. Da machen wir nochmal ein extra Video drüber, was meine Cashquote betrifft und wie ich gedenke, ja, mein Cash und wann und wie und wo das einzusetzen. Da habe ich nämlich schon ein paar Orders gesetzt. Also ich gehe nicht davon aus, dass wir hier jetzt den schwarzen Schwan erleben. Ja. Denn wenn du davon ausgehst, dann dürftest du nie was tun. Dann müsstest du eigentlich nur in deinem Garten Löcher graben und Konservendosen aufkaufen, ja, von sämtlichen Supermärkten. Ja, also vom schwarzen Schwan darfst du nie ausgehen, ja, weil das ist einfach, dann brauchst du gar nichts zu machen. Also dann dürfte ich auch diesen ganzen Kanal hier gar nicht machen. Ja, dann müsste ich Crashbücher schreiben, ja. Und versuchen da irgendwie, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, bis zum nächsten Mal und das soll es gewesen sein zum DAX. Tschüss.